Hi zusammen, es ist Halloween-Zeit, zumindest in Watcher of Realms ist Halloween-Zeit. Muss ich ehrlich sagen, das freut mich sehr, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hier etwas ein bisschen zu gestalten. Und ja, man sieht schon, da konnte man sich mal ein bisschen Gold tun, wenn man da ein bisschen öfter auf den Topf geklickt hat. Ab und zu kommt da was. Also es ist einfach ein nettes Gimmick, Sie haben es ein bisschen vom Design her umgemacht. Es gibt ein spezielles hier Halloween-Event, wo man sieht immer, wenn man umswitcht von einem zum anderen, kommen immer die Vögel ab und zu neu, diese Fledermäuse geflattert. Jeder hat hier so ein bisschen Kostüme an. Ja, ich finde es rundum sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz einfach über drauf, oder gehen, Entschuldigung, über die Events drüber, die jetzt aktuell nur 4 Tage gelten, damit wir darüber nicht zu viel Zeit verlieren. Es gibt ein sogenanntes rätselhafte Schattenherausforderung, die ist eigentlich relativ simpel. Dort gibt es ein paar Waves, die auf euch zurennen wie die Blöden, die ihr dann versucht dementsprechend zu dran hindern, und dann gibt es dafür ein paar, ja, ein bisschen Belohnung. So, die gibt es beim ersten Mal, gibt es eine Sonderbelohnung, und dann seht ihr hier, wenn wir die Phase 5 schaffen, gibt es dann die dort. Die sind dann natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, wie weit ihr kommt. Wenn wir jetzt dann auf, hier seht ihr die da. Ist natürlich eine andere Belohnung, da wir dort natürlich weniger brauchen. Aber auch dort gibt es keine schlechte Belohnung. Jetzt ist es so, beim letzten Mal ist schon aufgefallen, wir bekommen hier beim ersten Mal 3 Splitter. Dort beim ersten Mal auch noch 2 und dort auch noch 2 und dort ein. Ich würde auf jeden Fall versuchen, jeweils einen zu machen, um die Splitter abzuholen und danach das höchste Level für die restlichen paar Tage farmen, wo es geht. Es gibt auch eine Kopfgeldherausforderung. Die solltet ihr unbedingt machen und auch nicht vergessen zu machen. Diese Kopfgeld-Herausforderung kann man einmal über diesen schönen Banner hier erreichen, direkt, oder eben über den Event-Tab. Hier oben kommt man auch zu diesem Kopfgeld hin. Dort müsst ihr verschiedene Missionen machen. Da sieht man zum Beispiel hier eliminiere 30 Ghoulhunde im Aufstiegsraid. Und dort kann ich euch nur empfehlen, in den niedrigen Stufen zu gehen. Die kriegt ihr dort mehr. Bei den Totenaugentyrannen, die sind in den hohen Stufen. Die Fratzensprenger im rätselhaften Schattenherausforderung, die kommen da sowieso. Also da könnt ihr einfach die normale Daily farmen. Und hier seht ihr ja Urgolem. Wer jetzt in Ausrüstung 2 sowieso nicht farmen kann, den niedrigsten Level nehmen. Es zählt jedes Level, was ich persönlich auch sehr gut finde. Da kommt dazu, dass man dann wieder mal, wie in den anderen Events schon bekannt, gibt es hier eine schaurige Überraschung. Ja, schließen auf diese. Dort kann man diese schaurigen Überraschungen bekommen. Das sind diese kleinen Bonbons, sag ich mal. Und dafür gibt es hier einen Austauschshop. So, und ihr seht jetzt schon, ich habe jetzt 19 Bonbons. Ich habe vorhin erst ein paar Events gemacht, 19 Stück. Das heißt, ich kann mir jetzt schon 3 Splitter holen. Bevor ich das aber mache, und würde ich jeden empfehlen, auf jeden Fall, also der jetzt noch nicht so weit ist, auf jeden Fall empfehlen, Schädel der Entweihung. Das ist ein Top-Tier-Artefakt für Mages à la Vienna zum Beispiel, ja. Es ist AOE-Damage, der da erhöht wird, und zwar um satte, also im Ursprung 25%, das ist dann später 35%, und dann wird der erlittene Damage um 10% nur erhöht. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Die anderen Sachen, wie mythische, wie das Legendäre, das sind alles Items, die braucht ihr nicht. Also wirklich empfehlenswert. Schild der Entweihung, danach wird die Splitter machen. Wer Bock hat auf den Rahmen, kann einen Rahmen machen. Ich habe heute noch keinen Rahmen. Ich habe immer noch so diesen Oldschool-Standard hier. Aber gut, vielleicht hole ich mir diesmal ja endlich mal den Rahmen. Ist schon geil, Mann. Mir fällt es. Ich finde es optisch wirklich gut gemacht. Mir gefällt das. Ich bin echt begeistert davon, dass sie sich die Mühe gemacht haben. Und das hier gefällt mir sowieso. Und wer dann übrig mit Goldproblemen hat, für einen kriegt ihr 50.000 Gold. Ja, also das kann sich natürlich auch läppern, wenn man dort irgendwann Punkte übrig hat, weil es sind meistens genug zu erspielen von diesen Dingern. Okay. Ja, dann gibt es noch die rätselhafte Schattenbeschwörung. Das ist dann so ein bisschen so dieser, sag mal, dieses Cover da. Und zwar, auch der Hintergrund, die fällt mir persönlich sehr gut. Ich finde, das vom Design diesmal wirklich passend, absolut sehr stylisch. Mir fallen die Farben. Wir haben hier mehrere Banner. Wir haben einmal die spezielle Geisterbeschwörung. Das ist das 10-fach für sie und ein 2-fach im Standard. Ihr könnt diese Champion aber auch in dem 2-fach-Pool bekommen. Ganz wichtig. Dasselbe gilt dann für die legendären Splitter. Dort gibt es dann auch jeweils einmal. Also ihr habt da ein bisschen was zu Möglichkeiten, diese Champions zu bekommen. Lohn, da würde ich ein extra Video machen. Da gehen wir nochmal über die Champions drüber und dann quatschen wir kurz, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen bei diesem Event. Wichtig ist anzumerken, bei solchen Events ist immer, es zielt natürlich darauf ab, dass ihr euch täglich einloggt und dementsprechend die tägliche Belohnung macht, um eben dieses Maximum rauszuholen. Das würde ich euch auch empfehlen. Das Event geht nur 4 Tage. Das ist jetzt nicht die Welt. Zumal heute Freitag ist. Das heißt, bis Montag haben wir es drin. Und ich würde auf jeden Fall versuchen, den Shop leer zu räumen. Damit meine ich,
den Schatten, also Quatsch, den, das war ja völlig, weil ich Event habe, hier drin, die Schatten der Burg, oder Schattenburg, Schatten in der Burg, Schatten in der Burg, Shadow in the Castle, ja. Hier die im Austauschshop alles zu machen, weil der endet in 5 Tagen, ne? So, das Event geht nur 4 Tage, ist komisch. 4 Tage und der Burg in 5 Tagen? Also kann man länger eintauschen. Es gibt dann noch in den Dailies, wenn man Dailies abschließt, gibt es dort ebenfalls ab und zu so eine, guck mal, das ist die zweitgrößte Truhe beim CB4. Wow. So, die Belohnung ist wirklich tatsächlich nicht so gut und da haben wir auch nichts bekommen. Es ist auch wieder was, das wir nicht brauchen. Aber gut, sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn, in den Dailies, in den Quests bekommt ihr hier, seht ihr das? Der Gutschein für die Teilnahme an der Schatzjagd. Was ist damit gemeint? Schatzjagd. Die Schatzjagd, wenn wir da hier drauf gehen, dann gibt es ja hier diese Schauüberraschung, Austauschshop, rätselhafte Schattenherausforderung. Wo, verdammt nochmal, ist die Schatzjagd? Huh? Geh mal gucken. Wir haben hier Geschichten des Schmiedes. Das ist aktuell aktiv. Wir haben Promenade des Ruhms. Da sind auch wieder 2 Skillkristalle drin. Also es gibt wieder die Sorge, dass es nur einen gab. Sie haben wieder 2 reingemacht. Also absolut kein Problem. Wobei der diesmal mit 10.000, glaube ich, höher ist als sonst, ne? Aber gut. Dann haben wir die, da sind auch wieder die Bonbons. Dann haben wir Duell der Meister. Und da ist die Schatzjagd. Sie funktioniert genauso wie das alte. Das heißt, wir gehen hier rein, drücken da drauf. Dann gibt es 100 Gems, die Belohnung. Dann könnten wir jetzt zur nächsten Etage, weil wir die Sonderbelohnung, das ist ganz wichtig, die Sonderbelohnung seht ihr hier oben rechts immer, für diese Etage. Wenn ihr die bekommen habt, solltet ihr immer gleich in die nächste Etage gehen, damit ihr die Chance habt auf die nächste besondere Belohnung. Hier zum Beispiel sind es 100.000 Gold. Ja, also wenn wir darauf gehen, wir haben 100.000 Gold gekriegt, also nächste Etage. Wir haben die schon bekommen. Und so geht es immer weiter. Dort ist Sonderbelohnung leider nur das Ding. Haben wir nicht bekommen. Solange die Sonderbelohnung nicht bekommen haben, können wir auch nicht weiter. Aber nächste gibt es dann wieder da. Gibt es irgendwann noch einen Splitter und so weiter. Und die gibt es, wie gesagt, für die Dailies und für die ganzen kleineren Aufgaben, die man da machen kann. Von daher, ja, kann man da auf jeden Fall in Ruhe sich dem ganzen Thema annehmen. Ich empfehle euch, macht das Event. Es ist, finde ich, persönlich sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es auch in den... Ich glaube, wenn wir mal gucken. Ich glaube, die Dinger gibt es nur in den Quests. Ja, die da. Die gibt es, glaube ich, nur... in den Daily Quests, genau. Das heißt, solltet ihr Daily Quests alle machen, wenn ihr sie sowieso macht. Und ja, also, dann in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Video gar nicht so lange. Ich hoffe, dass euch das Event gefällt, mir persönlich gefällt. Lasst mir mal eure Meinung da. Vor allen Dingen im Vergleich vielleicht zu anderen Spielen gibt es wenigstens ein Event. Jo, bis dann, bei Farbstoff. Ciao, ciao.